Und nun kommt unsere letzte ultimative Bewegung mit Kid Buu gegen Kid Buu. Da wir, wenn wir gegen ihn eine ultimative Bewegung einsetzen, auch noch eine Trophäe freispielt. Die Trophäe habe ich zwar schon vorher gehabt, aber nochmal, um das zu veranschaulichen. Meine Teammitglieder sind hier bei 3x Bees. Warum? Ach, einfach nur aus Laune der Natur. Ja. Gegen Kid Buu die ultimative Bewegung einzusetzen ist meines Erachtens das einfachste im gesamten Spiel. Also von den ultimativen Bewegungen her, weil auf dieser Mission gibt es einen netten Trick. Und zwar erstmal, euer Angriff muss minimal sein. Ich habe jetzt nur 10er Stärkekarte drin, man kann die auch komplett rausnehmen für den Nahkampfangriff. Weil wenn man ab einem ganz bestimmten Lebensbalken ihn abgezogen hat, dann teleportiert er sich in den Innenkern von der Map sozusagen. Und von da aus könnt ihr ohne Probleme die ultimative Bewegung einsetzen und ihr habt's geschafft. Kid Buu wehrt sich da nicht. Ganz einfach, deswegen, wir füllen hier ganz gechillt in aller Ruhe unsere Genki-Anzeige auf und dann haben wir es auch schon. Ihr werdet es ja gleich sehen. Eigentlich wollte ich mit Kid Buu selber nicht die ultimative Bewegung zeigen, weil ich das schon in Episode 40 sozusagen gemacht habe, beziehungsweise ein Kumpel, der mitgezockt hat. Aber da mir aufgefallen ist, dass ich gegen ihn noch die ultimative Bewegung nicht gemacht habe in Let's Play, dachte ich mir, gut, zeige ich es nochmal, dann kann ich auch zeitgleich nochmal die Special von Kid Buu zeigen, weil von allen anderen habe ich ja gezeigt. Dann ist das schön in der Reihenfolge sozusagen. Ja, die ultimative Bewegung können wir jetzt nun einsetzen. Jetzt müssen wir ihn nur noch so viel abziehen, bis er sich im Zentrum wegteleportiert. In der Regel erkennt man das, wenn er zum allerersten Mal das Kamehameha einsetzt. Also, mit ein bisschen Geduld und noch ein bisschen draufhauen, sollten wir es gleich geschafft haben. Er schreit, wow, und er setzt das Kamehameha ein. Wunderbar. Mit anderen Worten, er teleportiert sich jetzt weg, seht ihr? Und unser ultimativer Angriff kann nun losgehen. Er hat uns zwar anvisiert, aber das hilft ihm auch nicht weiter, denn wie gesagt, er wehrt sich gar nicht. Beobachtet ihn ein bisschen auf der Karte. Der chillt um sein Leben, fliegt ein bisschen hin und her. Aber ansonsten haben wir komplett freien Lauf. Ja, meine Bot-Mitspieler, die suchen zwar verzweifelt nach Kid Buu, aber finden irgendwie den Eingang nicht. So scheint mir das auf der Karte zumindest gerade. Ja, und schießen! Wir haben es geschafft! Hm? Wird er wütend? Und da ist er, dieser Killerball. Attacke! Schreiend geht die Welt zugrunde. Und ja. Zweimal den Spezialbonus bekommen. Auch nicht schlecht. Und somit haben wir es auch geschafft. Gut, dann vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, denn mit den ultimativen Bewegungen sind wir zu Ende. Das heißt, uns fehlt noch eine ganz bestimmte Trophäe, die wir freispielen müssen, und zwar Bardock Son Gokus Vater. Dazu in der nächsten Episode mehr. Bis dann, ciao! Auf dem Bild seht ihr von Dragon Ball Z die letzte Episode, die hochgeladen wurde. Wenn ihr die euch nochmal anschauen wollt oder noch nicht angeschaut habt, dann klickt doch drauf und habt Spaß. Und in meinem alten Channel Ezio Pro findet ihr Asuras Wars. Wer das noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Es ist ein absoluter Muss für jeden Anime-Fan. Also draufklicken, anschauen und wieder schauen. Bis dann, ciao!